Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Wir haben in der letzten Folge das treue Ross des Königs gesehen. Und es hat für uns ein Haar fallen lassen, bestimmt mit Absicht. Damit wir irgendwie jetzt mit Hilfe von Koronospa erfahren, wie wir den Bund der Treue... Wie heißt das? Ich hab's vergessen. Das Ding, womit er das Pferd festmachen kann. Nicht den Bund der Treue, aber ja, was weiß ich. Ihr wisst schon. Ich kann mir noch nichts merken. Vielen Dank, dass du das Dorf beschützt hast, Menschenkind. Dabei wäre es meine Pflicht gewesen, mein treues Ross zu zügeln. Die Zügel. Das sind die Zügel. Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht viel mehr tun, als es zu verwirren und zum Aufbruch zu bewegen. Wenn ich nur die Zügel des Bundes hätte, wäre es ein leichtes, es zu zähmen. Wir brauchen eine Blume. Wie? Du willst die Zügel des Bundes für mich herstellen? Aus dem Haar meines treuen Rosses und einer leuchtenden Blume, die ich erblühen lassen soll? Eine Blume. Eine Blume. Aber natürlich! Ich nahm an, die Menschen hätten aufgehört, mir die Zügel des Bundes darzubringen, weil ihr Glaube an mich erloschen sei. Dabei fehlte ihnen in Wahrheit lediglich das nötige Material, da ich dieses nicht mehr wachsen lassen konnte. Oh, wie lange bin ich in diesem Irrtum nun aufgesessen. Viele hundert Jahre ist es schon her, seit ich zuletzt eine leuchtende Blume erblühen ließ. Denn die Kraft, die mir verblieben war, reichte nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. Doch nun spüre ich, dass mich ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan, wagen wir nach schier endlos langer Zeit den Versuch, eine leuchtende Blume erblühen zu lassen. Es ist ein Blütenblatt. Das ist für dich, Menschenkind. Du erhältst ein Kronblatt. Okay. Ein Blütenblatt, das du vom König der reichen Ernte erhalten hast. Es strahlt ein sanftes Licht aus. Wie erwartet, ist es sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume erblühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, doch bitte nimm dieses Kronblatt an dich und versuche damit die Zügel des Bundes anzufertigen. Die Nachkommen jener Familie, die einst die Zügel herstellte, sollten noch im Dorf leben. Ich setze meine ganze Hoffnung in dich. Ja, gut. Müssen wir jetzt zum Bürgermeister? Wahrscheinlich, ne? Wer warst du eigentlich? Ah. Ja. War alles nicht so das, was ich haben wollte. So, wir müssen zu dir, oder? Wir müssen noch zu Sanja. Ah. No, na, wenn das nicht die Retterin unseres Dorfes ist. Bist du wegen der Bücher hier? Diesmal nicht. Wie bitte? Du willst, dass ich Zügel des Bundes für dich herstelle? Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Zu Zeiten meines Urgroßvaters wäre das noch möglich gewesen, aber... Heutzutage gibt es niemanden mehr, der sich an die traditionelle Herstellungsweise erinnert. Außerdem braucht man dafür eine bestimmte Blume und ich bezweifle, dass du sie hast. Ich habe ein Kronblatt. Ich glaube, mich laust ein Chimpep. Hast du da wirklich das Kronblatt einer leuchtenden Blume? Bedeutet das dann, dass es den König der reichen Ernte ebenfalls wirklich... Nein, nein, das kann nicht sein. Meine Vorfahren haben die Zügel des Bundes hergestellt, indem sie sich an die Anleitungen aus den alten Märchen hielten. Dazu brauchten sie eine bestimmte Blume und Haare eines bestimmten Pokémon. Aber ich befürchte, an die Details dieser alten Tradition kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedoch muss ich mich natürlich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Wenn du mir die Materialien gibst, werde ich mein Bestes versuchen. Du reichst dem Bürgermeister das Kronblatt und das helle Rosshaar. Ich weiß nicht, ob ich es gut hinbekomme wie mein Urgroßvater, aber... Jetzt ist es an der Zeit, eine alte Tradition meines Dorfes wiederzubeleben. Oh. Das war ein absoluter Reinfall. Ich halte mich selbst für einigermaßen geschickt, aber für diese Zügel braucht es jemanden, der über mehr Fingerfertigkeit verfügt als ich. Bitte sieh mich nicht so niedergeschlagen an. Es tut mir wirklich leid. Hey, Herr Bürgermeister!
Es gibt Notfall. In meiner Hütte hat sich das heiße Wasser aus der Dusche verabschiedet. Oh je, das tut mir leid. Ich schaue es mir so bald wie möglich an. Ach, du bist ja auch hier Expeditionsleiterin. Hä? Ist irgendwas passiert? Die miese Stimmung hier zieht mich ja gleich mit runter. Die Sache ist die. Ist das alles? Ihr braucht also nur einen Strick, ja? Gib mir mal die Materialien da. Okay, jetzt habe ich hier ein Kronblatt und Rosshaar. Was genau stelle ich mit dem Kram an? Ich bin mal so frei. Das Blütenblatt wird eingeflecht ins Haar der Mähne. So ist recht. Boah, Alter, du musst mir die Methode echt quäkend verklingen. Naja, mir soll's recht sein. Also dann, ran ans Werk. Und fertig. Ist es okay so? Einfach jetzt so? Erhalten wir die Zügel des Bundes? Zügel gewoben aus Stoff, der leuchtet, wenn man ihn ins Licht hält. Einst schenkten die Menschen sie dem König der reichen Ernte als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Unglaublich! Entgegen meiner Erwartungen sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Was sie da in den Händen halten, sieht exakt so aus wie die Zügel des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Dank meiner aufmüpfigen Tochter bin ich ein Experte darin, kaputte Dinge zu flicken. Das Entdecker-Set, das ich dir neulich in die Hand gedrückt habe, ist übrigens ebenfalls Eigenmarke Peony. Wie dem auch sei. Jetzt hast du die Zügel des Bundes, die du wolltest. Ich freue mich für dich. Wir gehen jetzt nach der Dusche gucken, ja? Okay, ciao. Ich weiß doch, wo ich hin muss, Spiel. Oh, doch nicht. Okay. Weißt du was? Ich habe mich neulich doch tatsächlich schon wieder dabei erwischt, wie ich draußen im Stehen eingeschlafen bin. Weil ich völlig durchgefroren war, wollte ich in der Basis erstmal schön warm duschen, aber es kam nur eiskaltes Wasser raus. Vor lauter Schreck bin ich nach draußen gesprungen und zwar Splitte. Okay. Menschenkind, war die Herstellung der Zügel des Bundes von Erfolg gekrönt? Und ob. Ach, welch wundervolle Neuigkeiten. Auch ich habe frohe Kunde zu überbringen. Mir ist es endlich gelungen, den Aufenthaltsort meines treuen Rosses in Erfahrung zu bringen. Polaros hat den Kronentempel zu seiner Heimstätte auserkoren. An jenem Ort haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Bisher zog ich es vor, diese Stätte zu meiden. Zu sehr fürchtete ich, von nostalgischen Gedanken an frohe Tage übermannt zu werden. Doch weshalb hat sich mein treues Ross ausgerechnet dorthin zurückgezogen? Etwa um in Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nein, ausgeschlossen. Der Kronentempel thront auf dem Gipfel des nördlich von hier gelegenen Berges. Oh. Ich bitte dich, den Kronentempel aufzusuchen und die Zügel des Bundes mitzubringen. Wohlan, ich breche sogleich auf. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich, Menschenkind. Okay. Du vermerkst den Stand der Dinge in der Legendennotiz 1. Mit dem Kronblatt von Koronospa sowie dem Mähnenhaar, das ich im Kampf gegen sein treues Ross errungen hatte, gelang es, die Zügel des Bundes herzustellen. Nun muss ich zum Kronentempel gehen, der Schlafstätte des treuen Rosses, um dort Koronospa zu treffen. Sehr gut. Ich habe nur keine Ahnung, wo das ist. Ich habe so absolut keine Ahnung, wo das ist. Die Karte hilft auch nicht. Wir müssen halt schon dahin, ne? Wir könnten theopraktisch hierhin fliegen, einfach. Hey. Entschuldigung. Oi, oi, oi. Das ist ja schrecklich. So. Jetzt dürfte es gehen, einigermaßen. Oh, ja, ja. Meine Katze ist am Maunzen. Ich hoffe, man hört das nicht so doll. Heute ist wieder chaotisch. So, wir müssen jetzt einfach nur zum Gipfel. Ich bin richtig, hoffe ich. Wir müssen jetzt einfach weitergehen. Einfach hier durch und dann bergauf. Und dann kommen wir an. Wir waren wieder nicht bei Sanya. Oh. Wieso vergesse ich das immer, zu Sanya zu gehen? Da hat es geglitzert. Ein Schneeball haben wir gefunden. So. Da ist hier irgendwas. Hier muss irgendwas sein. Natürlich. Unverkennbar.
Eine Top-Genesung. Dich haben wir schon. Oh Gott. Da war ich gerade vor meinem Schlapfel erschreckt. Hier ist so viel los. Aber das ist ja eigentlich gut. Da hinten ist bestimmt auch irgendwas. Wir müssen gucken. Oh, das ist eine Höhle. Habe ich das richtig gesehen? Ah! So, hier ist noch ein Pokéball. Den nehmen wir natürlich auch mit. Und die 2000 Watt, die sind wichtig. Die hätte ich gern. Hier sind aber keine Spuren mehr, ne? Das ist nur in diesem bestimmten Gebiet. Deswegen würde ich gerne mal zu Sanya gehen. Und ich verstehe nicht, warum ich das alles vergesse. Finde ich nicht okay. So. Jetzt wird er da lang. Ah! Ja, das ist tatsächlich eine Höhle. Da müssen wir jetzt durch. Oh oh. Ah! Schön, dass er mich nicht aufhält. Ich bin gerade super abgelenkt von meinen Katzen. Das tut mir voll leid. Die haben beide irgendwie gerade einfach, weiß ich nicht, ihre Zoomies. Sagt man das so? Ich glaube schon. Haben wir die schon? Wir haben noch kein Pipi, oder? Nö, haben wir nicht. Dann her damit. Und? Wird's? Ja! Sehr schön. Wir haben unser Pipi gefangen. Feen-Pokémon. Aufgrund seines reizenden Wesens und seines Rufes erfreut sich dieses Pokémon großer Beliebtheit. Leider ist es auch sehr selten. Ah. Ein seltenes Pokémon. Interesting. Ja, oh, dich will ich. Den habe ich ja auch in Shiny. Kaum mal hatte habe ich auch in Shiny. Aber dich fange ich jetzt auch so. Ja! Ich freue mich immer, wenn das mal passiert. Das ist schön. Oh, fast Level Ups. Das ist sehr gut. Kaumalat. Ein Landhai-Pokémon. Es greift alles an, was sich bewegt und zerrt es in sein Versteck. Kaumalat verfügt zwar über ein großes Maul, aber sein Magen ist relativ klein. Das ist sehr gruselig. Du kommst in die Box. So, wir gehen jetzt, weiß ich nicht, erstmal nach unten, oder? Da oben ist ein Ball. Dann ist bestimmt auch unten ein Ball, sag ich doch. Ein Drachenzahn, so einen haben wir ja schon. So. Dann geht's hier weiter. Dann haben wir da oben noch einen Ball. Mal gucken, ob wir da rankommen. Also Kaumalatze, den Shiny auf jeden Fall meines Erachtens wesentlich besser aus. Gefällt mir sehr viel besser ein Shiny. Da ist das Rot nämlich gelb. Und ich mag gelb. Gelb ist die beste Farbe. Ja. Haben wir so ein Ding nicht schon sogar gefangen? Oder bilde ich mir das ein? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben das schon. So, jetzt gehen wir wieder erst runter. Bevor wir hochgehen. Weil alles andere macht gar keinen Sinn. Oh, ich will keinen Zubat. So, da ist nämlich der Pokéball. Da hinten ist auch noch einer. Das sind überall Feuerbälle. Überall Pokébälle. Den haben wir aber auch schon gehabt. Okay. Ich sehe schon. Krieg hier nur Doppeltes aus der Höhle raus. So, wir kommen von da. Wir müssen hier lang. Da ist noch ein Pokéball. Die Schutzbrille. Diese Brille schützt ihren Träger nicht nur vor wetterbedingtem Schaden, sondern auch vor vielen Attacken, bei denen Puder eingesetzt wird. Okay, das ist krass. Das finde ich halt richtig gut gerade. Ein Juwel. Oh, es erhöht einmalig die Stärke einer Attacke vom Typ Normal. Das ist interessant.
Das ist ziemlich cool. Hier geht's nach oben. Das heißt, wir gehen auch hier wieder erst runter, damit wir uns komplett verlaufen. So mag ich das. Aber hier müsste dann wieder ein Pokéball sein. Wo bin ich? Ja! Das müssen wir eigentlich auch... Oh Mann. Wo bin ich? Da ist ein Pokéball. Den hole ich mir. Ein paar Plateauschuhe, toll. Ich hätte gern einen Flottball gehabt. Ah, da ist was, Tatsache. Ein Sternenstück. Hier geht's wieder raus. Aber wieso? Oder geht's hier nur kurz raus? Ein Wunschbrocken. Hier geht's nur kurz raus. Das ist ganz witzig gemacht. Aber auch ganz schön gefährlich, muss ich sagen. So, da ist ein Pokéball. Da kommen wir aber jetzt einfach so nicht hin. Hä? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab mich verlaufen. Ein Magmaisierer. Eine Schachtel mit Magma-Energie. Das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Wisst ihr noch, wo ich bin? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier geht's nochmal raus. Hä? Na, sehr schön. Nehmen wir alles mit. Oi, oi, oi. Seitentausch. Erstmal lesen. Haben wir auch schon gehabt. Ich finde es schön, wie tapfer mein Schlapfel mir hinterherläuft die ganze Zeit. Bin ich großer Fan von. So, es ging doch hier noch irgendwo. Nee. Doch, wir hatten hier mehrere Wege. Hier geht's auch noch lang. Ah! Da ist das. Okay. Ein Sonderbonbon. Das ist cool. So. Dann wieder hier zurück. Ganz vorsichtig. Dass wir auch ja nicht runterplumpsen, das wäre nicht so gut. So, und jetzt müssen wir gucken. Hier. Da hinten waren wir schon. Das heißt, wir gehen hier hoch. Dann hier wieder vorbei. Okay, ich glaube, wir haben es wieder so halbwegs, ne? Haben wir es wieder? Ich glaube schon. So, von hier müssten wir aber gekommen sein, oder? Aber hier haben wir doch auch gerade noch einen Pokéball gesehen. Oder habe ich mir den eingebildet? Habe ich mir den eingebildet? Nee. Hä? Diese Höhle macht mich fertig. Wo bin ich? Aber ich kam von hier doch. Ja, ja, ich kam von hier. Und hier geht's dann nach oben. Nee. Doch, da. Das ist alles so versteckt. So. Jetzt sind wir wieder on track, glaube ich. So halbwegs. Okay, das sieht gut aus. So, einen Moment. Ich muss mal ganz kurz meine Nase putzen. Ihr kriegt das gar nicht mit. Aber ich muss einen kurzen Cut machen, nicht, dass ihr euch wundert. So, okay. Es kann weitergehen. Ja, dich haben wir aber auch schon. Aber wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das finde ich sehr gut. Da freue ich mich. Wir nehmen jetzt hier noch... Wir nehmen natürlich die mit dem Extrawatt. Los! Hier sind ja ganz viele. Ja! Du bist Pflicht. Flottball los. Auch ganz schön hochlevelig. Ja, yeah, das war... Oh, der musste aber auch. Wenn der jetzt nicht hier, ne? Das war ein Zeichen. Das war ein Zeichen. Oh, cool. Mula hat Level 78 erreicht. Ja. Eismotten-Pokémon verwüstet jemand Felder und Berge, vergibt es ihm niemals. Es bestraft den Täter, indem es mit seinen kalten Flügeln einen Schneesturm erzeugt. Ja, eigentlich müsste es ins Team, aber da muss ich mir erstmal Gedanken machen.
ob und was ich dafür so rausschmeißen kann. Ne? Das ist nicht so schwierig. Hier könnte man voll guten Shiny suchen. Oder? Jetzt sag doch mal. Bestimmt. Ich weiß nicht, wie Shiny Motineva aussieht. Keine Ahnung. Kann ich mir aber mal googeln, eventuell. So. Wir müssten langsam da sein. Ja. Ja. Da ist er. Sehr schön. So, wir nehmen das noch mit. Ich weiß gar nicht, wie weit ich mich hier umgucken darf. Ah, doch, schon ein bisschen. Schon ein bisschen. Wir nehmen die Pokebälle hier natürlich noch mit. Psychokinese. Kann ich da einfach runter? Nee, das ist so frech, ne? Das ist so frech. Ja. Oh. Ein Choppeleber, sehr gut. Okay, aber ich würde sagen, wir bleiben hier stehen. Denn das ist etwas, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.